Nicht nur in Tirol ist der Passaerer Freiheitskämpfer Andreas Hofer ein Held. Auch in Mantua, wo er am 20. Februar 1810 erschossen wurde, lebt er an vielen Herzen weiter. Dies war auch an seinem 204. Todestag deutlich zu spüren. Schützen aus allen Teilen Tirols marschierten in Begleitung einiger Ehrengäste in den Andreas-Hofer-Park in Mantua, wo ein schlichtes Denkmal an die Erschießung des Sandwirts erinnert. Dort wurde Gottesdienst gefeiert und im Gebet des Freiheitskämpfers gedacht. Tirol hatte lange, bevor es Nationen und die Europäische Union gab, eine überregionale Bestimmung auf der Nord-Süd-Achse. Dies und die Verantwortung aus der Geschichte, unser besonderes Schicksal und auch das Beispiel von Menschen, die uns vorausgegangen sind und die beispielhaft gehandelt haben, auch in ihren Fehlern, verpflichten uns in unserem Handeln. Die Delegationen zog es auch in den Palazzo d'Arco in Mantua, wo man Freiheitsheld Hofer am Tag vor der Erschießung den Scheinprozess gemacht hatte.